Ja, hallo. Guten Nachmittag. Also ich war mal in Kenia auf einer Konferenz und ich war sehr beeindruckt, war jeder Redner, der gesagt hat, hallo oder guten Tag, der ganze Saal geantwortet, guten Tag. Ich probiere das jetzt nochmal. Hallo. Hallo. Yeah. Sehr schön. Gut, Vortrag ist auch da. So. Von den Geochicas zu den Women in Geospatial. Mein Name ist Atina Trakas und ich arbeite fürs OGC und bin aber auch in dem Netzwerk der Women in Geospatial mit dabei. Und wir kennen alle die Zahlen. Es gibt einfach in unserem Bereich sehr viele Männer, nicht so viele Frauen. Es gibt sehr viele und es gibt noch mehr Männer in Führungspositionen. Und das Netzwerk Women in Geospatial, die haben sich halt zum Ziel gesetzt, eine Geschlechterbalance herzustellen. Also es geht nicht um die und wir oder Männer und Frauen, sondern einfach, dass wir alle gemeinsam schauen, wir können alle voneinander profitieren von dem Wissen, das wir haben, und Women in Geospatial will einfach da einen Raum bieten, in dem Fall erstmal Frauen zu unterstützen, aber das Netzwerk ist auch offen für Männer. Und vor einem Jahr hat Julia Wagemann ist eine Dienstleisterin, ein Consultant, und die macht gerade ihren Doktor an der Uni Marburg. Die kam auf die Idee, die sagte, ich muss mal gucken, wie viel Frauen Interesse an sowas haben, und hat einen Tweet losgeschickt, und dieser Tweet ging, wie man so schön sagt, heutzutage viral. Und innerhalb kürzester Zeit haben sich ganz viele Frauen oder Menschen zurückgemeldet, gesagt, oh, wir brauchen so ein Netzwerk, das ist super, ich möchte dabei sein. Jetzt nach einem Jahr sind über 3700 Follower auf Twitter und über 1000 Menschen, die in dem Netzwerk mitmachen. Und das zeigt einfach auch, dass es ein Zeichen dafür ist, dass da Interesse besteht. Es ist nicht so, dass das so implementiert wird, sondern es gibt Menschen, die sagen, ich bin dabei, ich möchte eine bessere Balance herstellen. So, und das Netzwerk, was machen wir? Drei Faktoren. Einmal Community Building, Events und Career Mentorship. Und bei dem, also Aufbau einer Gemeinschaft, das ist ganz klar. Wir treffen uns auf Veranstaltungen. Astrid hat es erwähnt mit den Geochicas. Wäre ich am Dienstag schon angereist, wäre ich auch dabei gewesen. Und wir haben auf der Phosphogy in Bukarest hatten wir ein sehr schönes Abendprogramm. Und es geht einfach darum, die Leute oder Frauen zusammenzubringen, auch einen Raum zu schaffen, wo Frauen sagen, einfach sich sicher fühlen. Und dann, wir organisieren auch Events. Also wir schauen, also Women in Geospatial guckt das auf Veranstaltungen wie hier jetzt, dass wir einen Lightning Talk halten. Oder wenn es sich ergibt, also Julia kommt auch aus dem Bereich der Earth Observation, die hatte eine Podiumsdiskussion zum Thema Frauen und Karriere in der Erdbeobachtung. Wie schaut es aus? Was machen wir da? Und genau, der letzte Aspekt dieses Karriere-Mentoring, vielleicht eine kurze Seitengeschichte, oder Astrid und ich, wir hatten gesagt, ja, ist doch, warum fragen die uns, ob wir auf ein Podium gehen? Und ich meine, ich bin hier auf der Konferenz schon sehr oft gesiezt worden. Das zeigt einfach, ich gehöre nicht mehr zu den Jungen. Ich gehöre einfach zu den Älteren hier. Und ich kann auch eine Vorbildfunktion übernehmen, dass Frauen, junge Frauen auch sehen, Mensch, da ist jemand, die steht vorne, die arbeitet fürs OGC als Director für European Services. Das ist toll, ich kann was erreichen, ich bin jetzt selber keine Technikerin, ich wage mich trotzdem hierher, weil ich weiß, ich habe ein gutes Netzwerk und ich kann Leute fragen, ich kann Frauen fragen, wie setze ich das denn technisch um, oder ich kann Männer fragen. Und ich glaube, es geht dass wir uns einfach auf Augenhöhe begegnen. Und da so, das wäre was Wichtiges. Und dieses Karrieremonitoring, Mentorship, das die Women for Geospatial machen, da gibt es Männer und Frauen, die sagen, okay, ich nehme eine Mentorrolle ein und helfe jungen Menschen herauszufinden, was sind denn die erforderlichen Skills in unserer Community,
mit wem kann ich die vernetzen, was ist das Netzwerk, das ist sowieso was ganz Wichtiges, wir brauchen ein Netzwerk. Und das hat sich eben Women in Geospatial, wir haben uns das auf die Fahnen geschrieben. Was noch kommt, das wird wahrscheinlich im März gelauncht. Wir sind gerade dabei, eine Datenbank zu erstellen mit Rednerinnen. Also wenn ihr sie irgendwie mal auf einer Konferenz seid oder ihr müsst Rednerinnen suchen oder Redner suchen, dann gibt es eine Datenbank, wo nur Frauen drinstehen. Weil das kann nicht sein, dass es gibt genug Panels weltweit, wo nur Männer sind, und das kann einfach nicht sein, das ist nicht ganz repräsentativ für unsere Community. Gut, hier sind noch ein paar Links, und ich würde jeden von euch, von Ihnen dazu aufrufen, guckt mal, wo ihr Leute unterstützen könnt. Wie gesagt, das spielt, also primär ist es natürlich Women in Geospatial, das Netzwerk, aber es geht auch um Männer, die vielleicht Unterstützung brauchen, und so ein Netzwerk lebt durch Teilnahme, wie ganz viele Netzwerke. Deswegen schaut auf der Webseite vorbei, folgt uns auf Twitter. Für Frauen gibt es auch einen Slack-Channel. Und ich bin auch noch da, wenn jemand Fragen hat, können wir auch nachher drüber reden. Ich muss nämlich jetzt aufhören. Vielen Dank.